Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, wo es heißt, wir sollen zurück zum Lager kehren, um ihnen Bescheid zu sagen, was passiert ist. Ja, zum Zentrallager. Gut, dann rufen wir mal Plötz herbei. Da, wow. Moment. Was haben wir? Wir waren Trophäe. Bonuserfahrung bei Monstern. Okay. Sieht ein bisschen gigantisch aus. Aber wir folgen den Weg. Auch wenn es durch Wölfe. Auch wenn es durch. Okay. Na, komm schon. So, so. Ja, kleines Wölfelein. Und tot. Ja, willst du angreifen? Ja, ja. Und weg ist es. Ach, da ist es. Ich glaube, wir haben alle Schwerter, oder? Also, ja, alle greifen Schwerter. Greifen Ausrüstung. Was jetzt, du Stück Dreck? Mhm. So. Ja, vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, dass es keine gute Idee ist, einen Hexer anzugreifen. Doch für einen Wagen ist es noch gut. Gut, der letzte Wolf. So, und hoppala. Hoppala? Ja, gut. Komm schon. Ist das... Was sollte das gerade Plätze? Egal. Wir reiten geschwind. Wie der Wind. Also, kehre zum Lager der Nerfgarde zurück. Das sind wir gerade dabei. Aber was haben wir in dieser... Ah ja, wir sind eigentlich richtig. Nun sind wir noch nie so gekommen. Gut, gut. Hier sind wir. Und jetzt rein da. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ich habe deine Männer gefunden. Ich habe deine Soldaten gefunden. Ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest! Ich habe noch etwas entdeckt. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert. So ist der Krieg. Wer verliert, der stirbt. Früher oder später wird jemand nach diesen Gefangenen fragen. Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als tot. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz.
Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Saowine über der redanischen Hauptstadt wehen. Ich will deine verdammte Belohnung nicht. Ich will euer Geld nicht. Tote Männer im Wald begraben? Das irritiert dich? Sie sind ehrenhaft gestorben, sofern Soldaten, die sich fangen lassen, überhaupt Ehre haben können. Hier in Velen ist der Hunger der größte Feind. Was hätte ich den Gefangenen denn geben sollen? Gras und Schlamm? Das war ein Akt der Gnade. Du bist ein Mörder, ganz einfach. Ich bin kaiserlicher Quartiermeister und wir sind fertig, Hexer. Ja. Ja, das sind wir. Gut. Dieses Schämen immer. Alkohest, wie viel davon haben wir? Keine Ahnung, aber... wir können nichts machen. Also gut, zu den Quests. Was haben wir? Bei den Quests haben wir noch... Anfest und ja, machen wir ein paar Sachen von hier. Wolfsschulausrüstung, dafür muss ich nach Kermorheim. Geht nicht. Die zwei brauche ich erst Level 18. Das geht auch noch nicht, also machen wir wirklich zuerst diese. Also, sehr gut. Wir nehmen den Weg hier und jetzt ist die große Frage, wo ist das? Ah, da. Und schwimmen mal einfach gemütlich dort drüber. Und wenn wir hier drüben sind, können wir sicher... Heutzutage ist es sogar gefährlich, ein Fischer zu sein. Unter den Wellen lauern die Feste. Okay, ihr könnt doch gegen Gegenstände laufen und springen. Sehr gut. Ob das eine Hexerfähigkeit ist, die nur Hexer haben? Oder rede ich nur Schwachsinn? Ich glaube das zweite. Hui! Okay, und runter mit dir. Idiot. Dass die das nie lernen. Was ist das? Ja. Also da haben wir etwas gesehen. Vielleicht ist das schon Zuleikas. Also Königin Zuleikas Schatz, aber wie es scheint, nein. Okay, schnell Luft holen. So, Geralt. Schieß vernünftig. Eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche unter Wasser. Da. Diese große Muschel. Oder vielleicht diese Kiste hier. Das war alles? Okay, sehr viele Reichtümer sind nicht zutage gekommen. Schade. Aber was vielleicht da ist, ist... eine Kiste hier. Die hat doch noch gerade geleuchtet. Okay. Warte. Nein. So. Familienangelegenheiten, Herrinnen des Waldes...
Das Sandfest, machen wir das Sandfest. Dann können wir bei den Hauptquests weitermachen. Gut. Ja, ich glaube, wir sind dann ein bisschen so weit genug, um zu questen. Nee, keine Ahnung, wie wir das sagen sollen. Ach ja, und wir müssen ja auf die Reuseninsel gehen. Ah, hier. Gut. Also. Behaltet deine Vergiftungsstufe im Auge. Mach ich. Weiter. Ah, da kommt plötzlich angeplötzelt. Und dann kommt ein Ghoul angeplötzelt. Was? Okay, der ist Geschichte. Noch mehr? Na? Komm. Und der nächste bitte. Oi. Gut. Die Ghoule sind Geschichte. Keine gute Geschichte, aber eine Geschichte. Langsam. Also los. Eieieiei. Also beim Anfest dann, das sorgt man dafür, dass die Geister ihre Nicht Ruhe so schnell, erhalten. Kurzer Moment bitte. Okay, da sind wir wieder. Gut, dann machen wir weiter. Ich komme bald wieder. Oh. Ja, hier steht die auch. Trifft den Weiler um Mitternacht. Da haben wir beim mich auf die Zunge gebissen. So, da haben wir beim Essen mal schon alles durchsucht. So, Mitternacht. Gut, und ist das wohl eine flüchtige Qual, wie der Tod uns holt. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Aber es sieht gar nicht so. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Wir können anfangen. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Vor allem Bösen soll... Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Okay, sie kommen von da. Ihr wandert in dunkler Nacht, gefangen in der Welt. Seht dieses Zeichen! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Gut. Au! Au! Jetzt, du Stück! Ja, es ist schon weg. Hört ein Geräusch! Wer's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer!
Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Soll ich ihn fortjagen? Nein! Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder! Fort mit dir, böser Geist! Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers! Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Lasst sie in Ruhe. Er hat ja uns um Hilfe gebeten. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen! Gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Ihr braucht den Geist nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr dunkel. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Okay, und der letzte. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns! Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Was denkst du? Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Mach weiter. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir! Kommt Seelen, euch richten wir! Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Okay, Dank. Komm schon, Entscheidung. Okay. Ist er. So. Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Die Erscheinung nannte dich Vatermörder. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Er muss etwas dagegen unternehmen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Okay. Gut, dann sammeln wir das Zeug hier auf.
Schneller. Nein, Blödsinn. Runter da. Also, lass mich runter. Idiotische Hexenjäger. Nur weil sie sich eingemischt haben, ist genau das passiert. Es hat alles nur schwieriger und schlimmer gemacht. Dämliche Fanatisten. Ah, ups. Falsche Richtung. So, und jetzt. Moment. In diesem Sumpf hier in der Nähe des Weißen Dorfes im Buckelsumpf. Ich glaube, hier irgendwo muss wirklich die Mumen sein. Deshalb will ich noch nicht dort vorbei. Aber es ist der schnellste Weg. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ja, vielleicht kann ich mit dem Bötchen rüber. Denn es ist ja am Anfang. Also. Ja, genau hier, also. Es geht zwar langsamer, also langsamer, als wenn wir direkt in die Nähe uns porten würden. Aber trotzdem ein bisschen bequemer. Nehme ich an. Ja, wir sind ja schneller dort, also von dem her, das ist ja nicht so schlimm. Studio. Und ja, ich weiß nicht, wie lange der Ladebildschirm gewesen wäre, also von dem her. Und hinlaufen müssen wir ja auch noch. Also, alles halb so wild. Endlich da. Oh, was war das? Eine Kiste. In so einer nebligen Nacht über den See zu scheppern. Ist eigentlich schon malerisch. Aber für so einen kleinen Sichelmond ist das nicht ein zu helle Nacht? Weiß ja nicht, aber es scheint ziemlich hell. Auch vorhin, als wir um Mitternacht mit dem Weiterlag geredet haben, das schien mir extrem hell zu sein. Aber andererseits, ich habe keine Ahnung. Also von dem her. Gut. Wir sind gleich da. Ja. Und ausklingen lassen. Es wäre eigentlich interessant gewesen, wenn man wirklich auf Wind achten musste, den besten Wind zu nehmen und so. So geht's natürlich auch, aber es wäre interessant gewesen, sage ich nur. Komm schon, komm näher. Au. Obwohl. Die haben mir so gut wie keinen Schaden gemacht, also. Was mache ich mir? Oh, da ist er auch schon. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Gut. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Moment, das war's? Das war's?
Kein gefälliges Ritual, kein... Gut. Einfach durchlaufen, nicht zu viel schauen. Denn hier will ich noch gar nicht sein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Okay, und jetzt Feuer! Okay, alle tot. Monsterblut. Gut. Pack das Zeug wieder ein. Wir gehen jetzt zum Weidala. Aber das Spiel sieht schon toll aus. Wie gesagt, mit einer Oculus Rift oder SteamVR. Ja, das wäre eine Pracht. Okay, ab zum Weidala. Ah ja. Schwarzzweig. Vielleicht kann ich im Schwarzzweig beim Händler Gwent-Karten oder so kaufen. Vielleicht ist es auch einfach noch zu früh. Oder ist das... Nein, das ist der Mann des Barons. Also des Barons. So, schlafen wir mal. Also schlafen. Meditieren wir mal bis um 7. Also der Schmied ist schon da. Waffenschmied. Hallo? Hallo, guter Mann. Guter Mann. Gut. Oma, Opa, erzähl uns ein Märchen. Welches denn? Das von der Fee? Oder? Gut, was verkauft er? Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ich möchte etwas kaufen. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich meinte natürlich, nein, ciao, auf Wiedersehen. Sayonara, hasta la vista. Ist der Typ jetzt endlich da? Gut, dann wird eine weitere Stunde meditiert. Genau da sollte doch... Da ist doch die Markierung. Ah, was jetzt. Denn? Würdest du etwas für mich anfertigen? Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Also, können wir etwas Neues? Also, ich glaube nicht, aber... Er ist ein Anfänger. Ja, ja, ja. Verschauen. Okay, ich glaube nicht. Reparieren. Ja, was soll's. Ja, ja. Verbessern, zerlegen. Und weg. 600, nicht schlecht. Das ist nur Pergament und sonst... Alles kaufen. Und... Sonst sehe ich nichts von Wert. Gut, hier. Hexerjägerschwert. Dieses dämliche Schwert. Oh, 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 oh. Gnädelte Welt hier hin. Ja, weg damit. Auch wenn es viel gekostet hat, es zu schmieden, dann können wir das weg, das weg, das weg. Jetzt weiß ich wieder, warum wir so wenig Gold haben, also im Vergleich zu vorher. Wir haben ja Pferderüstung gekauft. Goldbonus. Bonuserfahrung beim Monster. Und Kruftwalb-Totem Humanoiden. Was haben wir an? Keine Ahnung. Aber wir können hier Fingerwaffenverbesserung machen. Gut. Den Handel haben wir gemacht. Jawohl. Bis dann. Hoffentlich ist jetzt der Typ da.
immer noch nicht. Vielleicht ist es der Bug. Der Hexer hat Erbarmen. Er muss nicht die Kinder weg. Wir nehmen keine Kinder. Wir nehmen nur Waisen. Also Weise, die keine Eltern oder so haben. Und die, glaube ich, sich zu freiwillig entscheiden. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war's. Also, die Männer des Kachons. Okay, warten wir noch eine Stunde. Und schauen beim Händler. Nee. Muss großen Spaß haben. Nee, da ist nichts und nirgends und niette, nada. Dingsbieberich. Dingsbieberich? Du kannst mich auch mal dingsbieberichen. So, ui. Okay, wo bist du, Weiserla? Ah, hier. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Hast du wirklich deinen Vater umgebracht? Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weidler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weidler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Die Entscheidung musste jetzt fernbleiben. Ah! Die Entscheidung, ja, die Entscheidung müsste jetzt fernbleiben. Die Erscheinung müsste jetzt fernbleiben. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Gut, danke, Weidler. Da du das gerade ansprichst... Ja... Manchmal will ich wirklich... ein Schlag durch die... Okay, wir haben ein bisschen Alkohol. Verbesserter. Gut. Ja, Moment. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Der Wolf braucht. Zeig mir deine Waren. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Tränke viele. Aber. Das. Ja. Piment. Kaufen wir. Ja, es ist noch teuer. Und Missel 2. Ja, was soll's, kaufen wir ja alle. Gut, dann können wir hier zur Alchemie wechseln. Nach der Erscheinung ist absurd. Gut, dann machen wir das auch. Und das. Also, wo waren wir? Genau. Und verbesserter Drachenstern. Dann heften wir das an und schauen, ob wir es hier kaufen können. Genau, geht. Also weiter geht's. Oh, sogar. Gut. Wenn das. Ja, so können wir ein bisschen der Sachen abklappern. Was fehlt? Ah. Stammelforge Dingsbumster. Genau. Wird gekauft. Andererseits... Was soll's? Also irgendwie können wir das alles gut gebrauchen, also... Oh! So. Also schauen wir mal. Blaues, grünes, aha. Alkohol, gut. Verbessern.
Das geht noch nichts. Schneesturm. Heften wir mal an. Nein, das was wir brauchen hat der nicht. Blaues Grünes. Verbesserte Gold-Dingsbums da. Wasseressenz könnte sein, dass er es nicht hat. So, helle Essenz. Verdammt. Reliktöl machen wir. Wow. Das anheften, mal schauen. Kaufen alles. Und Bärenfett. Bärenfett. Kaufen wir auch gerade gleich alles. Was? Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, aber besser als. Gut. Verbesserte Konstruktenöl. Gut. Okay. Heften. Handwerksware. Mistel. Wir haben keine Mistelzweige mehr. Verdammt. Ja. Nur 3. Escape. Gut, vielleicht haben wir hier Nakamoto gehen. Dafür kriegen wir leider nicht so viel. Schade. Also. Gut. Leb wohl. Bis dann. Aber das interessiert mich gerade. Präzise, nur Waffenschmiede können Waffen. Also, das ist normal und hier haben wir Schema für. Ah. Wir können aus einem einfachen 2. Also 2 ist glaube ich das. 2% auf 3 upgraden. Das können wir mit allen machen. Gut. Und das gleiche gilt für diese wunderschönen Sachen hier. Okay, sehr gut. Es sollte einfach noch eine Möglichkeit geben, dass ein bisschen besser zu sortieren, also ein verbesserter Greifenschild, ja. Ja, dafür brauche ich Meteoriten, Silberbarren und Stufe 18. Dafür brauche ich Stufe 16. Gut. Aber das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.